Also, wie Vortrag heute heisst, wie tippt man eigentlich Dschungel und nicht so, wie es draussen angezeigt wird, wie tippt man eigentlich nicht gefundenen Unicode-Charakter. Ich bin der Wimscha vom Klassenrecht Bern und wir erzählen heute etwas über Eingabensystem für chinesische Schriftzeichen. Wie die meisten hier brauchen natürlich jeden Tag Tastaturen für Inputs machen am Computer. Wo ich aber für Chinesisch lehre, vor anderthalb Jahren, habe ich gemerkt, wie ignorant das eigentlich dem Thema gegenüber bin. Und ich weiss zwar, wie dass man westliche Charakter eingibt, aber wie dass man chinesische Zeichen eingeben würde, habe ich keinerlei Vorstellung gehabt. Und auch heute zum Beispiel wusste ich nicht, wie dass man arabische Charakter eingeben würde an einem Computer. Die chinesische Sprache hat natürlich eine grosse Anzahl von Charakteren. Man sagt, ein Chines, der die Schulbildung abgeschlossen hat, kann etwas zwischen 8.000 und 12.000 Zeichen schreiben. Gebildete Professoren, die sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben, können abwärts so 50.000 Charakter. Also, man sieht, eine Tastatur, die alle Charakter drauf hat, ist glaube ich, nicht denkbar. Es gibt andere Methoden zur Eingabe. Das erste, was wir jetzt anschauen werden, ist die Eingabemöglichkeit auf einem Smartphone. Dabei muss man sich bewusst sein, was ein Smartphone eigentlich braucht. Typischerweise braucht man ein Smartphone nicht, um Inhalte zu erstellen, also Dokumente zu schreiben oder so, sondern für zu kommunizieren mit Text-Apps oder E-Mail und solche Sachen. Und was in China sehr wichtig ist, das Smartphone wird sehr aktiv genutzt, um das Internet zu bedienen. Also für Online-Shopping, solche Sachen. Gemäss Alibaba sind 92% für einen tätigen Online-Verkäufer wie ein Smartphone tätig. Also es hat dort sehr viel höheren Stellenwert, als um das Internet zu bedienen. Aber auch der braucht man in der Regel, schreibt man nicht lange Texte, sondern gibt recht kurze Zeichenkotten ein. Und die erste Möglichkeit natürlich ist, dass man einfach nicht eingibt, chinesische Charakter. Also man kann jetzt zum Beispiel Spracheingabe brauchen, ähnlich wie so bei Deutsch und Englisch auch beschränkt funktioniert. Oder dass man direkt Audio-Nachrichten verschickt, also so kurze Audio-Snippets aufzeichnet und dann verschickt. Das wird von den meisten Chat-Apps verschickt. Das ist aber natürlich nicht eine spannende Antwort. Da ist tatsächlich mal chinesische Charakter eingeben, eine Möglichkeit. Oder die Möglichkeit, die ich angefangen habe auf Android, in dem Maße auf anderen mobilen Betriebssystemen ähnliche Äquivalente gibt, ist das Google Pinion Input. Das ist einfach eine Tastatur auf Android, so wie eine andere Tastatur auch. Und die hat dann einen Toggle, den man wechseln kann zwischen Englisch und Chinesisch. Und im chinesischen Modus hat sie dann verschiedene Optionen für die Charaktere einzugeben. Der erste und offensichtlich ist, dass man einfach den Charakter von Hand schreibt. Dann ist das Video gemacht. Ich dachte, ich kann das auf meinem Smartphone zeigen, aber dann habe ich gemerkt, dass es vielleicht in der Wolf ist oder so, wenn man so ein Video aufzeichnet auf dem Smartphone. Das ist nicht das, was ich wollte. Ich will es hier wollen. So. Also, ich mache den Text-App auf und ich kann schreiben. Und dann sieht es so aus, die Tastatur. Und jetzt kann ich da den Charakter, den ich schreiben will, kann ich hier einfach so drauf schreiben. Ihr seht, ich bin natürlich nicht sehr gut drin, auf den Tastatur zu schreiben, aber trotzdem ist die App eigentlich recht gut drin, zu erkennen, was ich will. Also, ihr seht, ich bin hier am Schreiben und da oben schlägt das Charakter vor, was denkt, dass ich so schreibe. Und dann kann ich auch, wenn ich den sehe, den ich will, kann ich auswählen. Und jetzt einer der Gründe, wieso dass es so gut drin ist, zu wissen, was ich immer schreibe, obwohl ich es so schlecht schreibe, ist das chinesische Charakter, müssen wir mal anschauen, die Strichreihenfolge, die ich hier eingebe für einen Charakter zu schreiben, das ist fest. Also, die Reihenfolge, wie die Striche gemacht werden vom chinesischen Charakter, sind fest. Und auch die Richtung, wo die Striche gemacht werden, sind fest. Das heisst, wenn der Charakter schreibe, schreibe ich den immer der gleiche Weg. Und das heisst, auch hier, wenn ich den Input mache, kann ich auch erkennen, welchen Weg habe ich Strich gemacht und welche Reihenfolge habe ich die Striche gemacht. Wieso ist die Strichreihenfolge fest? Das hat mir ja früher jetzt keine Computer gegeben, sich darum das kümmert haben. Wenn ich mal den Charakter geschrieben habe, sieht er immer gleich aus. Einer der Gründe ist, dass
Jetzt sieht man mit, wie man Wörterbücher aufbaut. Wenn wir Wörterbücher aufbauen, ist einfach alles alphabetisch geordnet, aber das geht natürlich mit chinesischen Zeichen nicht. Und die chinesischen Wörterbücher sind Zeichen geordnet nach der Anzahl Striche im Zeichen innen. Und deshalb ist es sehr wichtig, wo dass man absetzt, für einen neuen Strich anzufangen. Wenn man einen Ort absetzt, einen anderen Ort anfangen, macht man eine Anzahl Striche und dann findet man das Wort nicht. Das ist, muss man sagen, ist sehr durchgehend. Also von den 300-400 Charakteren, die ich jetzt hatte, habe ich kennen, wo ich das Gefühl habe, dort ist die Strichreihenfolge verkehrt. Das ist wirklich, wenn ihr die Logik kennen, könnt ihr den Charakter anschauen und dann könnt ihr den richtigen Weg schreiben. Das ist ein sehr kompliziertes System. Gut, das ist begonnen. So, das funktioniert natürlich nur auf Gerät mit Touchscreen offensichtlich. Oder wenn ihr das Zeichen-Tablet dran habt, könnt ihr vermutlich ähnliche Sachen machen. Die nächste Eingabemethode ist universeller und hat damit zu tun, dass natürlich das Bedürfnis besteht, dass man chinesische Charakter auch mit westlichen Schriftzeichen abbilden kann. Und es ist standardisiert worden mit Pinyin. Es hat verschiedene Versuche gegeben, das zu standardisieren, aber natürlich Standard heisst Pinyin. Und dort tut man einfach die chinesischen Zeichen ausschreiben mit westlichen Charakter, so wie man so ausspricht, mehr oder weniger. Sie haben auch noch vier Zeichen, wenn wir Ö-Punkte haben und so. Wie heissen die Dinger? Diacrylics. Sie haben vier Diacrylics, die den Ton ausdrücken, den man drin die Silben ausspricht. Aber ansonsten sind es einfach westliche Charakter, die man eingibt. Jetzt ist es aber so, es gibt im Chinesischen sehr viel weniger Silben, als es Zeichen gibt. Also für jede Silbe, die ihr schreiben könnt, mit westlichen Charakter, gibt es sehr viele chinesische Zeichen, die darauf matchen können. Und dann ist eigentlich die Idee, ihr macht den Input mit westlichen Charakter und das schlägt euch dann vor, welche Zeichen davon passen. Das ist auch sehr kontextabhängig. Also so bei häufigen Satzkonstrukten, die man macht, kann man fast ganze Sätze ausschreiben und es macht dann den richtigen Vorschlag, der ihm das auch zu einem gewissen Teil hilft, zu erkennen, welche Worte man hat. Jetzt auf einem Android-Smartphone sieht das dann so aus. Die Tastatur wechseln. Bin ich in Input und ihr seht hier oben, seht ihr immer, was ich am Tippen bin. Und dann schlägt es mir hier wieder den Charakter vor, der drauf passt. Und ihr seht, ich kann hier auch problemlos, wenn wir es nochmal abspielen, ich kann hier auch problemlos zwei, drei Charakter ausschreiben, bevor ich dann den Charakter auslesen muss, der passt. Also hier vier Charakter auf das Mal und dann erkennt ihr es korrekt. Also das geht recht gut zum Eingeben. Jetzt, wenn das geht, das tut ihr sowieso im Grunde einfach approximieren, also ihr tippen zu Zeichen. Wenn das geht, dann könnt ihr so... Ah. Ja, ich habe doch nicht so gerne über die Kante. Ich glaube, es ist einfach die nächste Folie nicht gerne. Ich wollte sehr interviewen. Die nächste Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir jetzt nicht mehr eine volle Querti-Tastatur nehmen. Weil das natürlich, wenn wir die Dinger im Zug bedient, so, finde ich es immer ein bisschen mühsam, die Querti-Taste zu drücken, sondern einfach eine Pennum-Tastatur und dann von dort aus das Matching macht auf Charakter. Das hat natürlich den Nachteil, dass die Approximation dazu, was ich tippe, ungenauer wird. Und in meiner Erfahrung muss man etwas häufiger Charakter auswählen, wo man will. Aber es geht immer noch sehr gut und das ist natürlich sehr viel gäbiger, weil es einfacher ist, auf dem Bildschirm das zu drücken, was man eigentlich möchte drücken. Ja, dazu habe ich noch ein Video. So, da kommt eine andere Tastatur, die hier drauf haben. Ihr seht, jetzt ist eigentlich der Prozess genau gleich, einfach, dass ich jetzt ein bisschen häufiger auslesen, welche Charakter ich gerne möchte.
Genau, ja. Das ist einfach so, wie man früher SMS geschrieben hat mit T9 oder so. Oder? Genau. So. Jetzt haben wir gesehen, wenn ich auf die Auswahl gehe für ausgelesene Input-Methode, jetzt noch einen vierten Bildschirm. Wenn Sie lesen, welche Input-Methode sehen, dann sind hier vier Möglichkeiten. Jetzt schon mal anschauen, hier, um es zuzugeben, bevor Sie den Vortrag gemacht haben, müssen Sie nachschauen, wie die eigentlich geht. Bei denen ist recht rausgekommen. Aber es ist nachher gut. Und das ist jetzt einigermaßen. Die Idee hier ist, wir haben ja vorhin schon gezeigt, dass die Charakter aufgebaut sind aus Strichen und die Strichreihenfolge immer gleich ist. Und die Idee ist jetzt hier, dass wir einfach quasi die Strichreihenfolge, die Striche auswählen in der Reihenfolge, die man so wird. Ihr seht, es hat hier nochmal fünf Striche. Jetzt ist es so, für die Striche, wo man nicht weiss, dass es dort herkommt oder ob es keine passenden Striche hat, geht es an Wildcard-Strich. Ich kann auch sagen, solche Striche, dann mache ich irgendeinen Strich. Und das habt ihr nicht so gesehen hier oben links, als ich eingewählt habe, dass ich recht viele Wildcard-Striche brauche. Das hat sicher auch zu einem Teil damit zu tun, dass ich das System nicht ganz verstanden habe. Von dieser Tastatur. Aber das ist gleich recht lustig, dass ich es geschafft habe, das Schreiben nicht mal schreiben. Und das ist jetzt ein grosser Teil von dem, was ich bin, aber links jetzt einfach Wildcard gestrichen. So, und dann schlagen wir wieder die passenden Zeichen vor, die ich nachher auswählen kann, zur Eingabe. Jetzt natürlich, die Zeichen in vielen von den Videos habe ich auch recht, schreibe ich recht langsam, das hat sicher auch damit zu tun, dass ich es nicht gewohnt bin. Als wir in China waren, wir haben viel Zeit gehabt, in den U-Bahnen den Leuten zuzuschauen, wie sie ihre Telefon bedienen und wie sie Texteingaben machen. Und wir mussten tatsächlich feststellen, außer das, was man Zeichen von Hang schreibt, haben wir eigentlich alle Input-Methoden gesehen, dass die Regeln genutzt werden von den Leuten. Ich brauche die Input-Methode vor allem für Wörter nachzuschauen auf dem Smartphone. Und wenn ich ein Wort nachschaue und nicht weiss, wie das ist, ist es natürlich sowieso am gäbigsten, wenn ich es zeichnen kann. Ja, jetzt noch die Frage, wie machen Sie es auf einem Smartphone, wie machen wir es auf einem PC? Ja, auf dem PC ist eigentlich ganz ähnlich, wie jetzt die Pinion-Input-Methode noch gezeigt hat. Also die Idee ist wirklich, dass ihr etwas tippt und sich dann vorschlägt, welche Charakter das dazu passen. Für Linux gibt es verschiedene Systeme, die das unterstützen. Das, was ich gefunden habe, also ich habe verschiedene davon installiert und ausprobiert, was für mich am besten funktioniert hat, ist der FCITX. Und das ist das Input-System, das auch für andere ähnliche Schriftsysteme genutzt wird. Also ihr könnt mit dem auch Japanisch schreiben und andere und ähnliche, wahrscheinlich Koreanisch und so. Und die Idee ist auch, ihr schreibt einfach westliche Charakter, schlägt euch ein Zeichen vor. Und ihr könnt dann auch, es gibt auch verschiedene Engines hinten dran, die das Matching machen. Es gibt nicht zwei, drei grosse, ich brauche jetzt Sandpinion. Und wahrscheinlich haben die verschiedene Algorithmen drin oder künstliche Intelligenz oder was weiß ich. Meiner Erfahrung nach kann man mit dem sehr, sehr schnell tippen. Also ich kann auch Satz schreiben und dann auslesen, was ich gemeint habe. Und das verlangsamt dem gegenüber Deutsch schreibe eigentlich nur meine. Da wäre ja nicht so gut, dass der erhebliche Nachteile entstehen. Was ein bisschen ist, wenn ihr das natürlich seht, wenn wir hier ein Terminal haben mit Size 8 Font, ist natürlich das Problem, dass ein chinesischer Charakter, der sehr gross ist, könnt ihr gar nicht abbilden mit 8 Pixel Charakterhöhe. Das ist gar nicht möglich. Auf modernen Bildschirmen ist das kein Problem, wenn ihr so eine super hohe Pixel Density habt, dann könnt ihr einfach entsprechend größere Font einstellen. Wenn ich hier 24 Pixel Font einstelle, dann bringe ich nicht viel Zeichen auf den Bildschirm. Das andere, was ich dort probiere zu machen, wenn ich das brauche, also wenn ich in einem Textprogramm Input mache, entsprechend zu, was ich im Terminal mache, ist, dass einfach das Pop-up-Fenster vom FCITX entsprechend gross die Font einstelle, dass ich beim Auslesen sicher bin, was ich wähle. Und dann kann ich es halt später nicht mehr lesen oder muss etwas machen, wenn ich es lesen kann. Ich würde es probieren zu zeigen. Das ist eine Sache mit den Bildschirmen, aber es ist einfach. Wenn ich es hier vertippe. Gut, jetzt schaut es mir hier verschiedene
Also jetzt sieht hier eine Seite, also auf dem Smartphone auch, und dann sieht man hier verschiedene Vorschläge dafür, welche Zeichen sie jetzt auch passen. Und ich habe jetzt auch, man kann noch weiter scrollen, weitere Vorschläge haben. So, oder ich kann einfach Enter drücken, dann übernimmt das Deutsche, oder ich kann Space drücken, dann übernimmt das Chinesische, oder wenn wir eben mehrere haben, und eine spezifische Weile, kann man einfach das Nummer andrücken, das ich will. Aber in vielen Fällen, wenn das matcht, das man will, dann kann man einfach Space drücken und weiterschreiben. Also dort entsteht wirklich eine minime Verzögerung im Tippen gegenüber dem, was man im Deutsch würde schreiben. Und was auch ist, nach meinem Gefühl, also jetzt nach Blödsinn, aber nach meinem Gefühl lehren die Dinge, also Zeichen, wenn man jetzt exotische oder nicht so viel gebrauchte Zeichen braucht, dann merkt sich das Programm und wird in Zukunft mit höherer Wahrscheinlichkeit wieder das Zeichen vorschlagen. Und auch gerade wenn man so Floskeln braucht, ist das natürlich sehr hilfreich, dass man mit höherer Wahrscheinlichkeit wieder die Floskeln vorschlägt, wenn man da endlos im Menü innen nach dem Zeugs muss. Genau. Ja, das ist eigentlich von meiner Seite her. Okay. Es gibt noch Fragen, die ich dir stellen könnte. Das Ganze sieht im Moment relativ modern aus, so wie, als wäre es etwas relativ Neues, da gibt mir Input. Weißt du, wie sie das historisch gemacht haben? Die 90er Jahre und so, wo Computer noch einfacher waren und noch keine so komplizierte Textalgorithmik hatten. Ich weiß ehrlich gesagt, ich hätte mir vorgestellt, dass es ähnlich ist, aber schlechter. Aber ich kann das ehrlich gesagt nicht sagen, was man dort in der Vergangenheit gemacht hat. Ich weiß auch nicht, wie alt die Systeme sind. Aber ich muss sagen, Teil von der Linux-Systemen, als ich angeschaut habe, sind schon sehr antiquated. Das wird auch nicht mehr aktiv entwickelt. Das irgendwie aus den frühen Tagen von XL auf. Von dem habe ich schon das Gefühl, dass die schon recht lange solche Ansätze sind. Gut, was natürlich typisch war, war in den 90er-Jahren, dass alle Fax geschickt haben, stattdessen. Kein mehr so einen Fax. Also, yeah.